Grüßt euch, Freunde! Bevor ich euch jetzt hier ins aktuelle Video mit dem Dorian am kleinen Weiher entlasse, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ab morgen, Montag, den 11. September bis Sonntag, den 17. September bei uns Herbstmesse im Shop ist. Da gibt es 15% Rabatt auf alles außer Authentic Fish und Feed X Range. Und als kleines Highlight haben wir uns noch überlegt, dass wir unter allen Bestellern in der Woche ein kleines Gewinnspiel machen. Die kommen alle am Ende der Woche in den Lostopf und ein glücklicher Gewinner bekommt dann nochmal ein Bait-Paket im Wert von 150 Euro hinterhergeschickt. Das war es jetzt eigentlich dazu und ich wünsche euch jetzt viel Spaß im aktuellen Film. Film ab! Gute, ich bin der Dorian. Ich bin hier zusammen mit unserem Kameramann, dem Phil, an so einem kleinen Weiher von mir, ganz nah von zu Hause. Unser Auftrag hier, wir müssen auf jeden Fall die Karpfen, die Graskarpfen und die Kois hier rausfangen. Ich habe mit 9 anderen Leuten einen Weiher, der ist gepachtet. Da ist leider letztes Jahr der Damm gebrochen und die Fische mussten im Sommer in Not umgesetzt werden, umgesiedelt werden. In diesem Weiher hier, jetzt schwimmen die alle hier drin rum. Allerdings können wir den nicht ablassen. Oh ja, und mein Auftrag dieses Jahr, die Fische nach und nach rausfangen, was ich rausfangen kann. Bislang konnte ich schon um die 40, 50 Stück rausfangen. Ich denke mal, bis Ende des Jahres finden vielleicht 80, 90, vielleicht sogar 100 Stück ist das Ziel. Ja, und der Phil ist jetzt mal 1,5 Tage bei mir. Und 3 Fische konnten wir schon fangen. Wir sind 3 Stunden hier circa. Nichts Großes, kleine Spiegler. Aber der Phil konnte auf jeden Fall noch einen kleinen Koi fangen. Schon mal ein kleines Highlight, dein erster, gell? Und ich denke mal, da geht noch was bis morgen. Ich bin zuversichtlich und bleibt dran. Ich denke mal, dass wir euch noch den einen oder anderen schönen Fisch präsentieren werden. So, hier sind die 2 kleinen Protocar-Wafter-Lover. Ja, eher Kategorie Satzkarpfen. Aber auch darüber freut man sich. Das Gewässer ist halt nicht sehr groß. Und da fängt man halt auch Fische in der Größe. Ich zeige euch mal noch den anderen. Kleinen Schlawiner. Ja, und ein Highlight konnte ich noch fangen, das zeigen wir euch gleich mal. Da habe ich mich richtig gefreut, das habe ich vorher noch nie gefangen. Ja, für mich auf jeden Fall ein kleines anglerisches Highlight in meinem Leben. Ich habe mir immer mal gewünscht, so einen Fisch zu fangen. Vielleicht eine kleine Nummer größer, aber man will ja immer noch Ziele haben für später. Ich zeige euch mal hier den kleinen Goldbarren. Herrlich. Fängt man auf jeden Fall nicht alle Tage. Huch. Auf jeden Fall was ganz Besonderes. Jetzt gehe ich mal auf meine 2 Routen ein. Die eine Route, die habe ich hier bei uns auf dem eigenen Ufer sehr nah bei mir liegen, bei so ein bisschen Totholz und einem überhängenden Baum. Da sammeln sich oder da tummeln sich sehr oft Fische, was ich schon beobachten konnte. Da habe ich einfach unseren Protocar Stick Mix und ein bisschen von unseren Authentic Fish Bodies, 2, 3, 4 Hände mit rein, Liquid drüber und habe so Ballen geformt.
die habe ich dort gefüttert. Und draußen habe ich da ein 20 mm Hookbait mit einem kleinen Pop-Up oben drauf, orange und gelb. Die andere Route, die liegt an so einer Insel mitten im See oder im Weiher besser gesagt. Habe ich gefüttert mit dem Wurfrohr, so ja, vielleicht 3-4 Hände, Protokar-Boilies, 20 mm. Habe da einfach einen Wurfdämme draufgelegt, schön austariert. Der legt sich schön über den schlammigen Boden, weil das alles sehr schlammig ist. Und ja, das wird uns auf jeden Fall in den nächsten 1,5 Tagen hier gute Fische bringen. Ich bin zuversichtlich. Oh, Biss! Ab, ausgestiegen. Fuck. Ist abgerissen, Alter. Fuck, voll abgelaufen. Naja, es läuft. Erste zwei jetzt verloren, ausgestiegen, aber der nächste hängt. Mein erster Fisch, schön der Schuppi, so um die 10 Kilo, vielleicht 1-2 Kilo mehr. Ja, gebissen hat der gute Kollege auf einem Protokarwurf. Da habe ich mit dem Wurfrohr an der Insel ein paar einzelne Bodies verteilt. Ja, leider habe ich gestern Abend noch einen im Holz verloren, auch an der Insel, aber da waren wir einfach nicht schnell genug dran. Trotz Boot und Rettungsaktion haben wir dann nur noch den Haken bergen können im Holz.
Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich denke mal, da geht noch ein, zwei, drei Fisch bis heute Abend. Und ja, der kommt jetzt wieder zurück, der gute Kollege. Ich würde sagen, ein guter Start für den kleinen Weiher. Kann man genauso machen. Ja, er kommt gut mit. Ja, schauen wir mal, was es gibt hier. So ghosty, oder? Die sehen irgendwie in dem Wasser gefühlt alle so aus, oder? Okay. Das ist jetzt. Nee. Da sind noch ein paar Runden drin. Da hat auf jeden Fall gut gefrühstückt. Ich glaube, der könnte auch Brot und Karl sein. So wie der abgeht, könnte er echt auch Brot und Karl sein. Die Garnelen, okay, Grillmeister ist ein richtig fein von reingehauen. Mensch, ich muss auch langsam mal schlapp sein hier. Kollege. Ja. Internet? Läuft. Petri. Fisch, danke. So, mein zweiter Fisch jetzt. Vormittag, jetzt so 11, 12 Uhr müssten wir haben. Ein schöner Spiegler, wieder an der Insel, wieder der Protokarwurf da. Ja, ich würde sagen, so kann es weitergehen. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen Futter nachlegen, noch mal mit dem Wurfrohr ein paar Boilies verteilen. Und dann denke ich, dass bis zum Abend hin noch 1, 2, 3 schöne Fische vorbeikommen. Wir hoffen immer noch auf einen Koi, einen besseren Koi vor allen Dingen mal, vielleicht um die 10 Kilo. Und noch haben wir auf jeden Fall genug Zeit. Und die Chance ist hier auf jeden Fall da. Also, der Tag ist jetzt vorbei. Ich habe 2 Fische fangen können, einen leider verloren. Gehört auch dazu. Zwar ärgerlich, aber naja, was will man machen? Wir werden jetzt zusammenpacken. Es war trotzdem cool auf jeden Fall mit dem Phil. 24 Stunden entspanntes Angeln, direkt aus dem Auto. Ja, wir haben Hunger, wir müssen was essen, definitiv. Leider hat es ja nichts mehr gebissen über den Tag. Ich denke mal, es lag einfach daran, dass es sehr, sehr warm ist. Oder auch schon seit Wochen sehr, sehr warm, kein Niederschlag. Um die 30 Grad hatten wir heute schon wieder. Aber ja, so ist halt manchmal. Vielleicht wird heute Nacht was gehen, aber werden wir nicht erfahren. Wir machen jetzt die Heimreise. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Abonniert uns, einen Kommentar irgendwie da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Thank you.